Hallo Queenbelt. Hallo, gut, dass ich dich treffe. Wir haben Probleme mit unseren Fischlieferungen. Deren Unregelmäßigkeit ist mir auch schon aufgefallen und ich habe mich zu dem Thema informiert. Das klingt interessant. Erzähl doch mal, was wir tun können, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Unsere Kunden fordern eine Lieferzeit von 15 Tagen. Das ist der Zielwert. Die erste Lieferung kommt in 14 Tagen an. Die zweite Lieferung in 15 Tagen. Die dritte Lieferung benötigt 16 Tage. Die vierte Lieferung 10 Tage. Und die fünfte 20 Tage. So liefern wir über die nächste Zeit weiter aus. Die meisten Lieferungen werden um die 15 Tage ausgeliefert, weil das das Ziel ist. Das heißt, mehr Lieferungen ordnen sich um 15 Tage an und weniger, je weiter man von den 15 Tagen entfernt ist. Man spricht von einer Normalverteilung. Stellt der Kunde die Forderung, dass Lieferungen unter 12,5 Tagen nicht angenommen werden, also einer Reklamation entsprechen, so sind diese zu früh geliefert worden. Das ist der untere Grenzwert. Stellt der Kunde die Forderung, dass Lieferungen über 17,5 Tagen nicht angenommen werden, also einer Reklamation entsprechen, so sind diese zu spät geliefert worden. Das ist der obere Grenzwert. Als nächstes schauen wir uns die Normalverteilung im Detail an. Die Normalverteilung kennzeichnet sich durch einen Wendepunkt. Diesen Wendepunkt findet man bei der Normalverteilung auf der rechten und der linken Seite der Kurve. Trägt man diesen Wendepunkt auf der X-Achse ab, so entspricht der Abstand vom Wendepunkt zum Mittelwert einer Standardabweichung, auch Sigma genannt. In unserem Fall entspricht eine Standardabweichung einem Tag. Der Mittelwert ist ein Kennwert, der zeigt, wie gut der Prozess, hier die Lieferzeit, dem Kundenwunsch entspricht, also 15 Tagen. Die Standardabweichung ist ein Streuwert, der zeigt, wie weit der Wendepunkt vom Mittelpunkt entfernt ist. Ein großer Abstand bedeutet, der Zielwert wird nicht so häufig getroffen. Ein kleiner Abstand des Wendepunktes zum Mittelwert bedeutet dagegen eine kleine Standardabweichung und somit wird der Mittelwert häufiger getroffen. Wir treffen die Annahme, dass unsere Lieferzeiten normal verteilt sind. Dann würden wir ca. 68% aller Lieferungen zwischen 14 und 16 Tagen vorfinden. Damit werden zwei Standardabweichungen abgedeckt. Oder auch plus minus eine Standardabweichung um den Mittelwert. Wenn wir den Mittelwert und die Standardabweichung kennen, können wir somit schätzen, wo 68,2% aller Lieferwerte liegen. Bei plus minus zwei Standardabweichungen um den Mittelwert sehen wir, wo ca. 95% aller Werte liegen. Und bei plus minus drei Standardabweichungen decken wir ca. 99,7% aller Werte ab. So können wir sehr einfach schätzen, in welchem Bereich wie viele Lieferungen zu erwarten sind, wenn die Werte normal verteilt sind. Dazu wird nur der Mittelwert und die Standardabweichung benötigt. Wenn wir unseren Lieferprozess verbessern möchten, müssen wir dafür sorgen, dass wir öfter um die 15 Tage liefern. In unserem Lieferprozess liegt die Standardabweichung bei einem Tag. Soll der Prozess verbessert werden, muss die Kurve schlanker werden, mit einer kleineren Standardabweichung. Bei uns entspricht das einem halben Tag. Dann würden 68% der Werte zwischen 14,5 und 15,5 Tagen liegen. Legt der Kunde die Grenzwerte zum Beispiel bei 12 und 18 Tagen fest, passen zwischen diese Grenzen in unserem neuen schlanken Prozess 2x6 Standardabweichungen hinein. Das entspricht über 99,99% Zustellungen im richtigen Lieferzeitraum. Statistisch gesehen würde es in diesem Fall nur 0,002 Fehler pro Million Lieferungen geben, die vor 12 Tagen bzw. nach 18 Tagen geliefert werden. Um die Ziele von Six Sigma zu erreichen, sind diese vier Elemente essentiell. Im Bereich Define wird definiert, welches Problem vorliegt. Measure, wie lassen sich die aus dem Problem entstandenen Auswirkungen messen?
Analyze, was sind die Kernursachen des Problems? Um die vorliegenden Probleme zu lösen, bietet die Rubrik Improve mehrere Werkzeuge. Damit die Lösung des Problems dem Unternehmen langfristig erhalten bleibt, wird in der Control-Phase als Beispiel die Methode der Prozessdokumentation eingeführt. Thank you.